Tag lang kann man sich hier rund um die digitalen Themen in unserer Branche austauschen, bekommt die neuesten Informationen, bekommt in Podiumsdiskussionen auch mit, wie sich die einzelnen Marktteilnehmer verhalten. Und das hat uns dazu bewogen, hieran teilzunehmen. Als einer der führenden Pools darfst du an so einer Veranstaltung gar nicht vorbeigehen. Das ist ihr, dass man sich wieder auf den neuesten Stand bringt, Zukunftstrends mitnimmt, aber natürlich auch wieder sein Netzwerk pflegt. Klar, wir sind auch heute hier, weil wir Optimierungsansätze und Denkweisen von anderen Unternehmen gerne hören möchten und vielleicht auch diese mit nach Lübeck zu nehmen und unsere eigenen Prozesse daraus zu kreieren. Wie viel Digitalisierung ist notwendig? Wie viel Digitalisierung ist auch wirklich gewünscht? Wo sind die Veränderungen, die auf unsere Branche zukommen? Ich glaube, das ist, was im Moment alle Menschen bewegt. Und gerade auch der Austausch hier unter den Kollegen ist auch sehr, sehr lehrreich und interessant. Guter Verlauf, gute Themen, schöne Bandbreite habt ihr hier mit aufgerufen, das ist klar. Also die Veranstaltung macht unheimlich viel Spaß, es findet ganz viel Netzwerk statt, das heißt, man tauscht sich aus, auch mit neuen Kollegen. Das ist immer spannend, wenn man mal ein neues Format betritt, dass einfach auch ganz andere Branchenkollegen da sind. Man kann sich hier auf einem sehr, sehr professionellen Niveau miteinander austauschen, hat tolle Eindrücke von den Vorträgen. Sehr lebhaft, interessante Diskussion und freue mich auch, einen aktiven Beitrag dazu habe leisten können. Insofern bisher sehr, sehr positive Veranstaltung. Wir sehen die Digitalisierung auch gar nicht unbedingt als Herausforderung, sondern eher als Chance. Und wir sind auch der festen Meinung, dass wer den Weg der Digitalisierung nicht mitgeht, der wird auch früher oder später wahrscheinlich untergehen. Ja, zum einen interessiert uns natürlich der Zusammenhang zwischen der digitalen Welt und der analogen Welt, wo man hier auch zusammenkommt. Aber wir freuen uns natürlich auch, Cash unterstützen zu können, weil wir sind auch daran interessiert, dass es Finanzmedien gibt, die sich intensiv mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen.